Liebe Geschwister, Allah Ta'ala, er warnt uns im Koran: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Und tötet euch nicht selbst, Allah ist gegenüber euch barmherzig. Tötet euch nicht selbst, Allah ist gegenüber euch barmherzig. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er warnte, er sagte, derjenige, der sich mit einem Messer tötet, wird sich im Höllenfeuer immer wieder mit dem Messer töten. Und derjenige, der sich durch die Einnahme von Gift tötet, der wird sich im Höllenfeuer stetig durch die Einnahme von Gift töten. Und derjenige, der sich hinunterstürzt, um sich zu töten, der wird in der Hölle stetig herunterstürzen und sich so und so dadurch bestraft sein. Und das überliefert Imam Muslim. Mukhalladan fiha abada. Ja? Und das in Ewigkeit. Das heißt, derjenige, der sich auf irgendeine Art und Weise tötet, der wird dies als Strafe ewig im Höllenfeuer durchleben müssen. Und das berichtet, wie gesagt, Imam Muslim. Und so verwundert es auch nicht, liebe Geschwister, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als jemand sich selbst getötet hat, für diese Person kein Totengebet verrichtet hat. Okay, also wir haben aus dem Koran den Befehl: und tötet euch nicht selbst, denn Allah Ta'ala ist gegenüber euch barmherzig. Ja? Die Erklärung, denn Allah Ta'ala ist gegenüber euch barmherzig, offenbart auch den dahinterliegenden Grund, beziehungsweise was eine Person an einer falschen Einstellung hat gegenüber Allah Ta'ala, dass sie sich selbst tötet. Weil sie zweifelt an der Barmherzigkeit von Allah, sie zweifelt daran, an der Lösung, dass man berechtigte Hoffnung haben darf, egal in welcher Situation man sich befinden möge. Diese Warnung jetzt alle mitnehmend, liebe Geschwister, frage ich, bedeutet das Vorangegangene, dass sich jemand ständig bestraft im Höllenfeuer und das in aller Ewigkeit, wenn er sich selbst getötet hat? Und die Frage sei erlaubt, weil die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass man für denjenigen, der sich selbst umgebracht hat, der als also Muslim gelebt hat und sich dann selbst umgebracht hat, das Totengebet verrichtet. Und welchen Sinn würde das Totengebet dann machen, wenn die Person sowieso ewig im Höllenfeuer sein wird? Deswegen sei diese Frage erlaubt. Wie haben wir also diesen Hadith zu verstehen, wenn Imam Abu Hanifa sagt, man verrichtet für ihn das Totengebet? Imam Ash-Shafi'i sagt, man verrichtet für ihn das Totengebet. Imam Malik sagt, man verrichtet für ihn das Totengebet. Und wie gesagt, die Mehrheit der Gelehrten diese Auffassung vertritt. Das würde doch nur dann Sinn machen, wenn diese Person noch eine Chance auf Vergebung hat. Aber wie verstehen wir dann diesen Hadith, dass sich die Person ewig im Höllenfeuer auf die Art und Weise bestraft, wie sie sich auch das Leben genommen hat? Und jetzt merken wir, liebe Geschwister, jetzt fängt Islamwissenschaft an. Es ist nicht so easy, dass man einfach nur ein Buch in die Hand nimmt und sagt, der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, man kann damit auch Verwirrung stiften oder falsche Verständnisse durch den Wortlaut oder so, wie man den Wortlaut versteht, nahelegen. Eine Gruppe von Gelehrten hat die Erklärung abgegeben, dass derjenige, der meint, es wäre erlaubt, wohl wissend, dass es nicht erlaubt ist, aber er meint, es wäre erlaubt. Er könnte das machen, er könnte sich über Regeln von Allah Ta'ala hinwegsetzen. Dass diese Person diese Strafe bekommt. Nicht derjenige, der dies aus falscher Verzweiflung heraus tut. Ja, es ist Verzweiflung, aber sie ist nicht berechtigt in dem Sinne, dass sie einen
einem den Selbstmord erlaubt. Das heißt, jemand, der meint, es wäre erlaubt, wohl wissend, dass Allah Ta'ala und sein Gesandter es verboten haben, ja, und sich in dem Sinne über die Regeln hinwegsetzt, weil er meint, er könnte sich seine eigenen Regeln setzen, er würde diese Strafe verdienen. Eine andere Gruppe von Gelehrten hat gesagt, dieser Wortlaut in dem Hadith, er ist als Abschreckung zu verstehen. Als Abschreckung. Wenn man sich in die Psychologie eines so stark Verzweifelten hineinarbeitet, er ist so ja, krankhaft depressiv, so stark verzweifelt. Das Leid, was er durchmacht, ist so enorm. Wie kriegt man eine solche Person davon ab, von diesem Selbstmordgedanken? Natürlich mit einer sehr abschreckenden Botschaft, die in dem zitierten Hadith auch mit dabei ist. Und wir wissen, der Islam, ja, kennt das Mittel der Abschreckung. Er kennt das Mittel der Abschreckung, um die Gesellschaft abzusichern, um Sicherheit in der Gesellschaft zu etablieren, um gute Taten zu fördern und schädliche und schandhafte Taten zu unterbinden. Dafür benutzt auch der Islam das Mittel der Abschreckung. Und dieser Hadith würde davor abschrecken wollen, mit diesem starken Wortlaut, dass eine Person also dieses Risiko eingeht, ja? Dass sie nicht auf Vergebung hoffen soll, weil ewig würde die Strafe im Höllenfeuer andauern. Und für eine solche Person kann dies eine Medizin sein, ja? Ein solcher Hadith. So wurde es von einer Gruppe von Gelehrten verstanden und sie nahmen auch einen anderen Hadith als Beleg. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Und das überliefert, ich meine, es war Bukhari oder Muslim, weil das meiste, was ich heute vorbereitet habe, war aus Bukhari und aus Muslim. Dass derjenige, der sich mit etwas tötet, am Tage des Gerichts, also nicht im Höllenfeuer, aber am Tage des Gerichts, sich damit bestrafen wird. Also mit der Methode seines Selbstmordes wird er sich am Tage des Gerichts bestrafen. Genau, Imam Muslim hat das überliefert. Und wiederum eine andere Gruppe von Gelehrten hat ein Gesamtverständnis gehabt, ja nicht nur den einen Hadith gesehen und seinen Wortlaut, sondern ein Gesamtverständnis vom gesamten Koran und von den Ahadithen. Und sie sagte, dass die Bestrafung, die ewige im Höllenfeuer, wäre das, was die Person verdient. Aber da ist ja noch die Gnade von Allah. Aber da ist ja noch die Gnade von Allah. Das Maximale, liebe Geschwister, was man an Verzweiflung, ja, an den Tag legen darf, liebe Geschwister, ist das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verkündete. Er sagte, auch dokumentiert von Imam Bukhari und von Imam Muslim, niemand soll sich nach dem Tode sehnen, weil ihn ein Unglück getroffen hat. Also erstmal gibt es da ein Verbot, dass man sich danach sehnt. Und wenn jemand von euch so sehr des Lebens überdrüssig ist, man hat keinen Genuss mehr am Leben, sollte er sagen, O Allah, erhalte mich am Leben, solange dies gut für mich ist, und nimm mich zu dir, wenn der Tod für mich besser ist. Also lasse mich leben, wenn dies besser für mich ist. Ja? Im Sinne von, durch das Leid wird ja auch, werden ja auch die Sünden reduziert, oder er tut gute Taten in seinem Leben. Und wenn der Tod aber für ihn besser ist, dann möge Allah Ta'ala ihn auch zu sich nehmen. Das ist das Maximale, was man im Herzen tragen darf an Verzweiflung. Alles andere darüber hinaus ist schon, ja, verboten und scheitanisch und einer der Wege und Mittel des Scheitans. Liebe Geschwister, wir halten fest, dass wir an dieser Stelle ein Gesamtverständnis haben müssen von den Angelegenheiten, bevor wir sprechen. Und ich meine, wir kennen sehr viele Situationen, wo wir uns gegenseitig korrigieren, gegenseitig vielleicht auch Vorwürfe machen, und letztendlich stellt sich heraus, dass vielleicht keiner von beiden im Recht war. Ja?
nachdem man einen Gelehrten aufgesucht hat, nachdem man die Sache richtig erklärt bekommen hat. Und dies ist sehr zeitraubend, zerstört auch die Geschwisterlichkeit in den meisten Fällen, weil wir das auch ohne Benehmen austragen, solche Diskussionen meistens. Und das war auch nur ein wundervolles Beispiel dafür, dass man das Gesamtverständnis haben muss für eine Angelegenheit, bevor man zu einem vorschnellen, bevor man zu einem Urteil kommt. Ja? Ansonsten urteilt man eventuell vorschnell und falsch. Ich möchte heute über, im Rahmen dessen, was die Gelehrten gesagt haben, dass er da noch Allahs Barmherzigkeit ist, die eine solche Sünde zu vergeben vermag oder die Strafe zu reduzieren vermag, was auch eine Form der Vergebung ist, auch wenn keine vollendete in dem Sinne, aber Allah Ta'ala ist stets gerecht und barmherzig. Wie können wir die Vergebung von Allah Ta'ala erlangen? Wir alle sind sündhaft, aber wie können wir erreichen, dass unser Sündenkonto sinkt, ja, beziehungsweise komplett ausgelöscht wird? Zum einen, liebe Geschwister, und dies ist der Lieblingsvers von dem Prophetengefährten Amr ibn al-As, dem späteren Statthalter von Ägypten, ja, vorher einer der Gegner des Islam und des Islams, und später war er einer der stärksten Fürstreiter. Und dieser kommende Vers, liebe Geschwister, merkt euch diesen Vers, merkt euch auch die Nummerierung, wie sie in der heutigen Zeit gewöhnlich wurde. In der Zeit der Prophetengefährten gab es diese Nummerierung so nicht, ja, dass man gesagt hat, 39, 53, ja, das ist der Vers, den wir gleich vortragen werden. Merkt euch diesen Vers. Es war der Lieblingsvers, dokumentiert, ja, im Tafsir von Ibn Kathir, von dem Prophetengefährten Ahmad ibn al-Aus. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Sag, ist auch ein Befehl an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er dies zu verkünden hat. Allahs Worte weitertragend: O meine Diener, die ihr euch gegen euch selbst versündigt habt, ja, ihr habt Grenzen überschritten, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs, denn Allah vergibt die Sünden allesamt. Allah ist allvergebend und barmherzig. In der 39. Sure, der 53. Vers und der Lieblingsvers von einem der geehrtesten Prophetengefährten, Amr ibn al-As. Und genauso sagt auch Allah Ta'ala in der 9. Sure, der 104. Vers: Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwab ar-rahim. Wissen Sie denn nicht, dass Allah die Reue annimmt, wie er auch die Spenden, das Gespendete annimmt und akzeptiert? Und Allah ist der die Reue annehmende, das ist einer seiner Namen, At-Tawwab, die Reue nennt sich im Arabischen At-Tauba, und Allah Ta'ala ist At-Tawwab, ja, eine gesteigerte Form von diesem Verb, dass man die Reue annimmt, ja, er ist derjenige, der vielfach und stetig die Reue annimmt. Und, ja, Ar-Rahim, der Barmherzige. Das ist also ein Weg, wie wir die Vergebung von Allah Ta'ala erlangen, durch Reue. Wir haben gesündigt und wir bereuen, und das ist ein Weg, wie wir die Vergebung von Allah Ta'ala erlangen. Ein weiterer Weg, liebe Geschwister, ist, dass man um Vergebung bittet. Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, er gab weiter, dass wenn ein Muslim sagt, oh mein Herr, ich habe gesündigt, so bitte vergib mir. So spricht Allah, und das ist auch ein Sahih Hadith von Imam Bukhari festgehalten. So spricht Allah, ich habe einen Diener, der weiß, dass er einen Herrn hat. Der weiß, dass wenn er das aufgrund von Sünden sein Herr ihm vergibt, aber ihn auch bestrafen kann.
so vergebe ich ihm. Jetzt mag sich ein oder andere fragen, eben habe ich die Reue erwähnt, jetzt habe ich erwähnt, dass man um Vergebung bittet. Ist doch eigentlich dasselbe. Die Reue, liebe Geschwister, ist im Islam stärker. Weil die Reue die Zukunft mit einschließt. Die zeitliche Ebene der Zukunft mit einschließt. Man schaut in die Vergangenheit, man fühlt sich abgestoßen von dem, was man gemacht hat. Man bittet Allah Ta'ala um Annahme der Umkehr. Und man plant, man sieht vor, dass man das in der Zukunft nicht mehr begeht. Das ist At-Tauba. Al-Istighfar, dass man um Vergebung bittet, dies betrifft nur die Vergangenheit. Man hat etwas begangen, was schlecht ist, was sündhaft ist, und man sagt, oh Allah, bitte vergib mir dies. Aber man hat keine Zukunftsperspektive in dem Sinne. Nicht, dass man vorhat, diese Sünde nochmal zu begehen, aber man hat keine wirkliche Zukunftsausrichtung. Ja, das ist einer der Unterschiede zwischen der Reue und der Vergebungsbitte. Und dann, liebe Geschwister, etwas, was Imam Ahmad für uns aufgezeichnet und dokumentiert hat, die folgende Begebenheit. Einer der Prophetengefährten, er beging eine Sünde. Ja? Er kam einer Frau näher, der er nicht hätte näher kommen dürfen. Er vollzog zwar keinen Geschlechtsverkehr, aber er kam ihr näher. Und dann ging er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er berichtete ihm davon, ja, dass er mit einer Frau Händchen gehalten hat, mit der er keine Hände hätte halten dürfen. Ja. Und in dem Moment hat Allah Ta'ala dem Propheten den folgenden Vers offenbart. In der 11. Sure, der 114. Vers. Ist relativ einfach zu merken. Merkt euch viermal die 1 und dann die 4. Ja? 1, die 11. Sure und dann Vers Nummer 114. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Und verrichte das Gebet an beiden Enden des Tages und in Stunden der Nacht. Dies war eine Anweisung, bevor die 5 Gebete, liebe Geschwister, zur Pflicht wurden. Damals gab es eine Zeit, wo es 2 Tageszeiten gab, innerhalb derer man ein verpflichtendes Gebet vollzog. Und dann kam später ein 3. Gebet in der Nacht hinzu. Und dieser Vers befindet sich noch in dieser Zeitspanne, wo es noch keine Verpflichtung zu 5 Gebeten gegeben hat. Dass man also das Gebet an den beiden Enden des Tages und in der Nacht zu verrichten hat und dann innal hasanati yudhibna sayyiat. Die guten Taten, dass man gute Taten vollziehen soll, sie löschen die schlechten Taten. Die guten Taten löschen die schlechten Taten. Das heißt, dem Mann wurde gesagt, bete und tue Gutes. Und dann ist dem Mann, er hat dann eine Frage gestellt, die er eigentlich nicht hätte stellen dürfen. Ja? Und er fragte dann, oh Gesandter Allahs, ist das eine Spezialregelung für mich? Ja? Und keine gute Frage, oder? Ja? Weil man wünscht sich das für alle Muslime, man wünscht sich das als Allgemeinregelung. Ja? Und dies ist auch, das ist auch der Kontext, in dem man das zu verstehen hat. Und blitzschnell hat Omar dies verstanden, ja, und hat ihm auf die Brust geklopft, ja, weil das ein bisschen unverschämt war, so etwas zu fragen, ja. Und dann, er sagte, sondern dies ist für alle Muslime. Dies ist für alle Muslime. Ja, er gab praktisch die Antwort. Und dann schaute man auf den Propheten, ja, und er sagte, Sadaqa Omar, ja. Omar hat die Wahrheit gesprochen. Eine schöne Begebenheit oder jemand, der zerfressen von diesem Gefühl, eine Sünde begangen zu haben, zum Propheten kommt, sallallahu alaihi wasallam, und es ist nicht leicht, über seine zuzugeben, dass man eine Sünde begangen hat, sich selbst gegenüber, ja, und dies dann auch noch zu offenbaren. Und er ist diesen großen Schritt gegangen.
Und dann bekommt er eine gute Nachricht. Dann wird er vielleicht etwas übermütig. Ja? Und dann erfahren die Muslime die gute Nachricht, dass dieses Prinzip, sich an seine Gebete zu halten und Gutes tun, so einfach ist es. Halte dich an deine Gebete und tue Gutes und dies löscht deine Sünden aus. Und an der Stelle merkt euch, es gibt das gute, schlechte Gewissen und das schlechte, schlechte Gewissen. Es gibt dieses schlechte, schlechte Gewissen, oh, subhanallah, ich bin so sündhaft und wie, Allah wird mir nicht vergeben und ich werde mein Leben niemals ändern können und ich werde ewig hier in dieser Dunya sinken und dann nochmal im Höllenfeuer ewig sinken, ja, ich bin total verdammt. Und vielleicht meint er sogar, dass diese Art von Gedanken heilige Gedanken sind oder tolle Gedanken sind, weil er gibt ja so sehr zu, dass er so schlecht ist. Aber liebe Geschwister, das ist das schlechte, schlechte Gewissen. Weil daraus kommt nichts Gutes. Erstens hat man eine schlechte Auffassung, eine schlechte Meinung, ein schlechtes Gottesverständnis, ja, weil es widerspricht ganz klar der Barmherzigkeit von Allah. Und die Barmherzigkeit erstreckt sich auf das Diesseits, liebe Geschwister, wie sie sich auch auf das Jenseits erstreckt. Deswegen sind wir immer hoffnungserfüllt. Das gute, schlechte Gewissen ist das schlechte Gewissen, was einen dazu bringt, Gutes zu tun. Was einen dazu bringt, Gutes zu tun, um eben die schlechten Taten aus der Vergangenheit auszulöschen. Das gute, schlechte Gewissen ist das schlechte Gewissen, was einen davon abhält, nochmal zur Sünde zurückzukehren. Aber das schlechte, schlechte Gewissen lässt einen an die Barmherzigkeit Allahs zweifeln, was eine große Sünde ist, nach Imam al-Dhahabi, die drittgrößte Sünde, direkt nach Kufr und Schirk überhaupt. Und Allah Ta'ala sagte auch im Koran, auf der Zunge von Ya'qub, وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ يَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ. Und verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit von Allah, die einen hoffnungsvoll aufatmen lässt. Ja, Rauhillah, das ist diese Barmherzigkeit, die einem diese Erleichterung gibt. Verzweifelt nicht an dieser Barmherzigkeit, denn an dieser Erleichterung verschaffenden Barmherzigkeit zweifeln nur diejenigen, die ungläubig sind, die Allah Ta'ala leugnen. Deshalb lasst uns ein gutes, schlechtes Gewissen aufbauen. Ja, und das schlechte, schlechte Gewissen ablegen. Weiter, liebe Geschwister, was einen die Gnade von Allah Ta'ala erlangen lässt, aufgrund der Gnade von Allah. Nicht, weil es in an und für sich diese Kraft hat, sondern weil Allah Ta'ala es so gestaltet hat, aufgrund seines Willens. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, alles authentische Hadithe, die wir vortragen, derjenige, der stirbt und eine Gruppe von 100 Muslimen, ja, betet das Totengebet für ihn und bittet für ihn um Vergebung, Allah Ta'ala wird dies als Anlass nehmen, ihm zu vergeben. Und dasselbe sagt ja der Prophet auch, sallallahu alaihi wasallam, in Bezug auf die Gruppe von 40. Alhamdulillah. Deswegen lieben wir es, zu Totengebeten zu gehen, weil wir aufbauend auf diesen Hadithen, dadurch danach handeln, wir wollen ein Anlass dessen sein, dass Allah Ta'ala einer Person vergibt. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch weitere hoffnungsvolle Worte. Er sagte, derjenige, für den drei Reihen das Totengebet beten. Das heißt, wenn man vielleicht eine Gruppe von 7 ist, ja, keine 40 sind zusammengekommen aus irgendeinem Grund, ja, dann betet der Imam vorne und dann gibt es drei Reihen, ja, drei Zweierreihen. Und so erfüllt man auch diesen Hadith, liebe Geschwister. Und dann, und dies hängt auch damit quasi zusammen, als weiterer Grund, wie man die Vergebung von Allah Ta'ala bekommen vermag, die Zeugenschaft. Zu einer Beerdigung, es ergab sich Folgendes bei einer Beerdigung. Jemand wurde beerdigt und lobende Worte wurden über den Verstorbenen gesprochen
Und Omar sagte, wajabat. Und zu einer anderen Beerdigung wurde der Verstorbene, ja, man hat Schlechtes über ihn gehört. Und Omar sagte, wajabat. Und jemand fragte ihn danach, warum er wajabat gesagt hat. Ja, es ist verpflichtend geworden auf Arabisch, ja, von wajib. Wajabat, es ist verpflichtend geworden. Er fragte ihn danach, jemand fragte ihn danach, was dies meint. Und er sagte, ich gebe nur die Worte vom Propheten weiter, sallallahu alaihi wasallam. Derjenige, für den vier bezeugen, dass er ein aufrichtiges Leben gelebt hat oder dass er ein guter Muslim war, dem wird Allah Ta'ala Vergebung zukommen lassen. Ja, dem wird er Gutes zukommen lassen. Und zu dieser Begebenheit, und das sagt ja der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, zu dieser Begebenheit gab es einen Prophetengefährten, die gesagt haben, wa thalatha, und was ist, wenn drei dies bezeugen, dass man ein guter Muslim war? Und der Prophet hat gesagt, wa thalatha. Und dann gab es weitere, die gesagt haben, oh Gesandte Allahs, und was ist, wenn es zwei sind? Ja, man findet keine drei, aber zwei sagen, er war ein guter Muslim. Und der Prophet sagte, ja, und zwei. Und dann sagen die Prophetengefährten, dann hat sich keiner von uns mehr so getraut, so weiter zu fragen. Aber betrachten wir diese Überlieferung. Erst sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, für den vier bezeugen, dass er ein guter Muslim war, der wird das Paradies bekommen. Sie hätten ja schweigen können und dann wäre es so stehen geblieben. Aber hätte es dann bedeutet, dass dies nicht für denjenigen gilt, der nur drei vorzuweisen hat? Doch. Ja? Das sehen wir ja aufgrund dessen, dass die Prophetengefährten weiter gefragt haben. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass dies auch für denjenigen gilt, ja, der einen vorzuweisen hat. Nur es ist nicht sicher, es ist nicht direkt ausgesprochen. Und da merken wir die Pädagogik vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er hätte direkt sagen können, sagen wir mal, die Untergrenze wäre zwei. Ja? Wobei ich das nicht, ja, 100% fühle, aber sagen wir mal, die Untergrenze wäre zwei. Ab zwei aufwärts. Warum hat er dann nicht sofort gesagt, derjenige, für den zwei bezeugen, dass er ein guter Muslim ist, der wird das Paradies bekommen? Warum fing er bei vier an? Er will motivieren. Er will motivieren. Er will, dass wir Gutes tun, liebe Geschwister. Er will, dass wir auch anderen zeigen, dass wir solche Menschen uns aufbauen, um uns herum. Dass wir auch uns von unserer Schokoladenseite stetig zeigen, in Hoffnung auf die Erfüllung, auf die Realisierung dieses Hadithes. Dass es eines Tages vier geben wird. Ja? Und hätte er bei zwei angefangen, dann wären wir vielleicht nicht so motiviert. Ja? Und die Prophetengefährten, Allahu A'lam, vielleicht haben sie verstanden, worum es ja, ging, im Sinne von, es zählt auch bei einem. Vielleicht war das ihr oder das Verständnis einiger Prophetengefährten, okay, dann wird es ja auch für einen gelten, sondern was hier beabsichtigt war, war uns zu motivieren. Und der Prophet hat dies oft, liebe Geschwister. Er war der Arzt, der seine Worte wie Medizin in Dosierungen abgegeben hat. Er sagte auch zu Muaz, oh Muaz, derjenige, der bezeugt, dass es einen einzigen Gott gibt und das ist Allah und dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist, der wird das Paradies betreten. Und Muaz sagte, soll ich es den Leuten verkünden? Und der Prophet sagte, nein, denn sie werden sich darauf verlassen und sie werden weniger gute Taten deswegen tun. Und Muaz hat diesen Hadith überliefert, auch ein Sahih Hadith, kurz bevor er gestorben ist, aus Angst davor, Wissen zurückzuhalten. Aus Angst davor, Wissen zurückzuhalten. Weil er verstanden hat, ah, okay, wir müssen dosieren. Wir müssen dosieren. Deswegen seid nicht, habt kein schlechtes Bild von den Predigern, die vielleicht mehr die potenzielle, die mögliche Strafe Allah Ta'alas also ständig thematisieren. Ja, und da denkt man, ah, die sind ein bisschen streng, die übertreiben. Sie haben ihren Einblick in die Natur des Menschen und sie wollen, ja, motivieren. Natürlich kann es auch sein, dass man manchmal Menschen dadurch abschreckt. Ja, aber das ist wiederum wie ein anderes Kapitel. Ja, wir müssen
uns motivieren, und dazu gehört teilweise auch, dass wir uns mit möglichen Strafen konfrontieren. Weiter, liebe Geschwister, wir sprachen davon, dass gute Taten dazu führen, dass die Sünden ausgelöscht werden und dass man so die Vergebung von Allah Ta'ala bekommt. Etwas weiteres, was man tun kann: man kann gute Taten tun für den Verstorbenen. So hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, wie man so schön im Deutschen sagt. Ja, man hat also durch eine Tat hat man mehreres getan. Einmal für sich eine gute Tat, wenn es eine soziale Tat ist, dann auch noch eine Tat, von der andere auch profitieren. Und man sagt: oh Allah, bitte überweise dem Muslim X, dem Muslim Y, ja, so dem so und so die Belohnung für diese Tat. Und Imam Ahmed hat gesagt, dies gilt für alle gute Taten. Es gab andere Gelehrte, die haben das etwas eingeschränkt, haben gesagt, das bezieht sich auf das Fasten, auf das Spenden, auf das Koran rezitieren und auf die Pilgerfahrten. Ja? Aber wir nehmen die Meinung von Imam Ahmed als sinnvoller auch, ja, und sagen, dies bezieht sich auf alle gute Taten. Wenn ihr also gute Taten tut, ihr bekommt eine Belohnung dafür. Wenn es eine soziale Tat ist, profitieren andere davon. Und ihr könnt sagen: oh Allah, bitte überweise den Lohn dieser guten Tat, und Allah Ta'ala wird einem davon nicht vom eigenen Lohn wegnehmen. Ja? Der Person, der Muslim so und so, der verstorben ist. Und so haben, wie gesagt, alle etwas davon. Lasst uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Weiter, liebe Geschwister, und ich werde die Khutba wie immer etwas kürzen müssen. Alles, was wir durchleiden an Anstrengung, an Trauer, an, ja, und sei es Dinge wie Dornenstiche, alles, was uns prüft, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wird Allah als Anlass dafür nehmen, dass er von unseren Sünden wegnimmt. Und in einer Überlieferung, bis man nichts mehr hat, wofür man Rechenschaft ablegen muss. So viel wird man in diesem Leben leiden müssen, sodass man am Tag des Gerichts keine Sünden mehr hat, für die man gerade stehen muss. Das heißt, wir sollten auch gewisse Prüfungen im Leben willkommen heißen. Wir sollten nicht daran arbeiten, uns in prüfende Situationen hineinzubegeben. Das kommt vom Leben schon selber, macht euch keine Sorgen. Ja? Und wir sollen auch immer proaktiv sein, Lösungen suchen, Heilung suchen. Aber da, wo wir eben Leid durchleiden, sollen wir einfach wissen, Allah Ta'ala nimmt davon, von unseren Sünden, und das ist Alhamdulillah doppelt und dreifach gut für uns. Und es gibt noch weitere, liebe Geschwister, Anlässe, die Allah Ta'ala erschaffen hat, um Vergebung den Menschen, den Muslimen zukommen zu lassen. Wie gesagt, aufgrund der Zeit werde ich das jetzt ein wenig hier kürzen. Und inshallah fortsetzen. Wir haben schon bereits 2 Uhr und wir werden gleich zum Gebet kommen müssen. Ein kurzer Hinweis, liebe Geschwister. Man niest nicht in seine rechte Hand hinein. Ja? Man sollte auch versuchen, nicht in seine linke Hand hineinzuniesen, sondern ein Taschentuch bereit zu haben. Und jetzt ist diese Erkältungszeit gekommen und ich bekomme mit, Leute niesen in ihre Hände hinein, schütteln sich die Hand und umarmen sich und komm her, mein guter Bruder. Und ja, Hände werden auf den Teppich gelegt und das gehört nicht zur Sunna dazu. In der Sunna gibt es auch das Prinzip der Quarantäne. Ja? Also im Sinne von, dass sich Krankheiten nicht, dass man sie nicht fördert, dass sie sich weiter ausbreiten. Ja, man soll, wie gesagt, versuchen, ein Taschentuch dabei zu haben und oft die Hände waschen und darauf Acht geben, dass die rechte Hand nur für die reinen Dinge wie zur Begrüßung und zum Essen verwendet wird und eben nicht, um hineinzuhusten. Und auch wenn man beispielsweise die Stange bei der Bahn festhält, nehmt lieber die linke, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ja, weil diese rechte Hand, wie gesagt, sie ist dafür da, dass man isst und die Hand schüttelt, und so mögen wir auch inshallah gesünder und kraftvoller Allah Ta'ala dienen können, wenn wir uns an solche Dinge aus der Sunna auch halten. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, ja Rahim, ja Malik, ja Quddus, wir bitten dich, O Allah, mit all deinen Namen. Bitte vergib uns und bitte rechtleite uns stetig
zur Rechtschaffenheit, O Allah. Bitte helfe uns, von den Sünden fernzubleiben, O Allah. Bitte helfe uns, ein tatenreiches, gesegnetes Leben zu leben, O Allah. Bitte verheirate die Unverheirateten unter uns und segne die Familien, O Allah. Und beschütze unsere Kinder, insbesondere vor den hiesigen Verführungen, O Allah. O Allah, für all die Menschen, die Not leiden, die bekriegt werden, die vertrieben worden sind, die eingesperrt sind, die gefoltert werden, die hungern und dursten und die krank sind. Bitte steh all diesen Menschen bei und lasse uns tatenreich uns einsetzen für diese Menschen, O Allah. O Allah, bitte erleichtere uns unser Leid, bitte erfülle den Notleidenden ihre Wünsche, O Allah. Und gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat, und schenke uns Schutz vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.